Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Meine lieben Zuschauer, ich möchte gerne meine Kurzlegungen vorstellen. Es ist eine kleine Auswahl meiner Beratungen. Diese könnt ihr haben als Videoberatung auf YouTube oder als WhatsApp-Beratung. Weitere Legungen findet ihr auf meiner Webseite unter www.denderasusannamedici.com. Tageshoroskop am 5. März 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich, dass unsere Sonne, die gesamte Sonnensystem bewegt sich in einer höheren Ebene, bewegt sich durch den platonischen Jahr. Die Zentralsonne ist Alkyone. Alkyone, der über die Böse siegt. So geht Alkyone in die mythologische Geschichte ein. Alkyone ist die Tochter von Atlas und gehört zu den Plejaden. Die Plejaden sind die sieben Regengeschwister und die Halbschwester sind die Hyaden. Plejaden, Hyaden. Sie sind in die Nähe von dem goldenen Tor, die Ekliptik. Dort befinden sich diese Sterne und diese goldenen Tor, die Ekliptik, hat eine sehr große Bedeutung in unserem Leben und genau das erzählt Frau Holle. Es ist sehr wichtig, mit welcher Energie wir etwas starten. Die Tierkreiszeichen Widder symbolisiert die Neuanfang. Das ist Feuerelement, erstmal die Begeisterung und auch die Kraft und die Mut, etwas in Bewegung setzen. Die Tierkreiszeichen Widder ist hier etwas verborgen. Das ist wie ein Zauberwald. Und in diesem Zauberwald wurde die goldenen Fell der Widder versteckt, was die Argonauten dann geholt haben. In diesem Zauberwald ist die goldenen Fell der Widder und wird mit einer Drache bewacht. Dieser Drache symbolisiert unsere Angst. Also wir müssen erstmal diese Drache besiegen, Angst loslassen und dann betreten wir in diesem Zauberwald und holen wir den goldenen Fell der Widder. Was ist dieses goldene Fell? Das ist unsere Aura, unsere Ausstrahlung und das soll leuchten wie die Sonne. Und mit dieser Energie starten wir alles, sollten wir mindestens. Und das beschreibt Hermann Hesse so wunderschön. An jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das ist doch dieser Zauberwald. Das ist diese Energie. Woher kommt diese Energie? Das kommt von unserem Inneren. Und es besteht aus Denken und Fühlen. Immer positiv denken, immer angstfrei leben. Dadurch verbessert sich unser Energiefeld, weil das umhüllt uns. Die Frequenz ist dann höher. Es ist ein anderes Licht, andere Frequenz, andere Farbe. Das kann man messen, das kann man farblich auch erkennen. Und dann kommen wir auf diese Farbe Gold.
das goldene Fell der Widder, die Aura, was leuchtet wie die Sonne. Und dadurch können wir unserem Energiefeld verbessern. Und diese Weisheit ist in Tierkreiszeichen wieder verborgen. Und dann erreichen wir einen Grenzbereich zwischen Tierkreiszeichen Widder und Tierkreiszeichen Stier. In Tierkreiszeichen Stier manifestiert sich das alles. Das ist Besitz. Das nehmen wir im Besitz, was uns wertvoll ist. Es ist nicht nur die Geld gemeint, sondern alles, was uns wertvoll ist im Leben, das nehmen wir im Besitz. Stier. Und die Tierkreiszeichen Stier ist Erdeelement. Das ist hier schon Realität und das sollen wir auch genießen. Aber bevor wir das in Tat umsetzen, bevor wir das in Besitz nehmen, wir gehen durch diesen goldenen Tor der Ekliptik. Und das erzählt doch Frau Holle, weil da regnet, da sind auch die Plejaden, die Regengeschwister. Und diese Märchen Frau Holle beschreibt, wie wichtig das ist, wenn wir mal auf den Brunnen fallen, mit welchen Einstellung wir dann gewinnen dadurch. Verlieren wir die Kraft, die Orientierung, haben wir eine pessimistische Haltung, dann geht das in eine Richtung Verlust, das ist die Pechmarie. Wenn wir aber aufstehen und daran glauben, was wir vorhaben und haben wir Lebensfreude, haben wir eine optimistische Haltung, dann sind wir die Goldmarie und regnet diese Gold. Genau das erzählt. Und wenn wir das verfolgen, dass wir starten mit Widder, weil uns etwas begeistert, weil das unserem Herz berührt, ein Herzensangelegenheit, das ist auch Wärme- und Feuerelement. Dann haben wir diese Feuer und Flamme von etwas. Dann müssen wir holen diese goldenen Felder wieder. Das ist unserem Energiefeld, unserem Ausstrahlung. Positiv denken, angstfrei leben, ändert sich die Energiefeld. Das dehnt sich aus, das läutet. Und dieses Energiefeld hat eine wichtige Funktion. Das ist unserem Anziehungskraft. Und es gibt ein Gesetz. Eine von den wichtigsten hermetischen Gesetzen. Gleiche zieht gleiche an. Also das, was wir ausstrahlen, genau das kommt auch. Also haben wir mal die richtige Ausstrahlung. Jetzt kommt dieses Tor, was Frau Holle erzählt. Jetzt hängt das alles damit zusammen. Wie ist unsere Einstellung? Sind wir die Verlierer, die leben? Oder sind wir die Gewinner, die leben? Sind wir Opfer oder Täter? Beide ist nichts Gutes, weder Opfer noch Täter, sondern wir sollen zu uns selbst treu bleiben, unseren Wünschen leben, das umsetzen im Tat. Dann ist das die Realität und wir brauchen diese optimistische Haltung, wir brauchen die Lebensfreude und das erzählt die Tierkreiszeichen Stier. Und das wird von Aldebaran beleuchtet. Aldebaran gehört auch zu den königlichen Sternen, die Augen des Stieres. Aldebaran beleuchtet den Weg. Aldebaran ist auch die Wegweise. Dann kommen die Plejaden. Also brauchen wir diesen Blick in die richtige Richtung. Und das heißt, Lebensfreude, Optimismus, diese gesunde Lebenseinstellung und dann können wir unsere Wünsche verwirklichen. Und diese Plejaden, da ist hier Alkyone sehr bekannt und das ist diese Zentralsonne und da bewegt sich unser Sonnensystem, so wie die anderen Plejaden auch. Und das berücksichtigt auch die Maya-Kalender.
Ja, die haben auch das berechnet. Das ist die spirituelle Kalender von den Mayas. Aber das etwas später. Jetzt für den heutigen Tag noch. Sonne befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann. Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und zeigt die Monatsthemen an. Die wichtige Thema, was die Sonne uns vermittelt, klärt, lässt die Augen öffnen. Sonne hat auch mit Augen auch was zu tun, aber mit unserem Selbst auch was zu tun. Monatsthema ist die Luftelement, diese Leichtigkeit. Auch die Kommunikation hat auch mit Luftelement was zu tun. Die Worte werden auch über Luft vermittelt. Und die Ideenreichtum, die Ideen zu verwirklichen. Syraya steht mit Sonne in Verbindung. Mond befindet sich auch im Tierkreiszeichen Wassermann, es nähert sich zu Neumond. Soma ist einer von den Namen des Mondes, es gibt verschiedene Namen. Mond bewegt sich auch in Wassermann und dieser Mondhaus heißt Tanishta, übersetzt bedeutet Grenzgebiet. Weil hier ist das Grenzgebiet zwischen Steinbock und Wassermann. In diesem Bereich, in diesem Grenzgebiet bewegt sich der Mond, aber ab Sonnenaufgang ist der Mond schon im Wassermann. Die Tierkreiszeichen Wassermann schaut nach oben. Kommen auch die Ideen, das ist der Ideenreichtum der Wassermann. Steht auch mit Adler in Verbindung, betrachtet alles von oben und dadurch hat die Wassermann die Weitblick. Die Tierkreiszeichen Steinbock möchte diese Ideen, dieser Ideenreichtum verwirklichen. Die Steinbock möchte das im Tat umsetzen. Also holt die Sterne auf die Erde. Und die Wassermann sucht die Ideen in die Sterne. Aber die Energie ist gleich. Und dieses Grenzgebiet, so heißt dieser Mondhaus, heißt, das ist eins. Das ist eins. Erstmal die Ideen, dieser Ideenreichtum der Wassermann, was uns auch anspricht. Wir können sogar das in Sprache bringen, dann haben wir die Orientierung und dann kommt die Steinbock-Energie auch dazu, diese Ideen verwirklichen, im Tat umsetzen. Das ist nur andere Richtung, aber es handelt sich um das gleiche Energie. Bei Steinbock geht das schon in Realität. Steinbock zeigt aber noch etwas. Manchmal ist dieser Weg schwierig. Und dann kommt die Wassermann und sagt, ja, dann räum halt auf. Dann geht es viel leichter. Alles aussortieren, aufräumen, was im Weg liegt. Und dann geht es alles viel, viel leichter. Und dann könnt ihr endlich aufatmen und beginnen, das zu verwirklichen. Mars ist in Tierkreiszeichen Widder. Mars steht in Verbindung zum Agni. Von diesem Feuergott, Agni ist ein Feuergott, von diesem Feuergott, von diesem Feuerelement wurde dann Mars geboren. Also Agni steht schon in Verbindung zum Mars. Agni ist eigentlich der Vater Mars, so beschreibt die indische Mythologie. Merkur befindet sich im Tierkreiszeichen Fischen. Buddha ist der Sanskrit-Name Merkurs, aber wird mit ein D geschrieben. In meinem Bild ist eine andere Schriftweise und hier ist schon das Erleuchtung, aber mit diesem Bild meine ich natürlich Merkur, Buddha Merkur. Hier handelt es sich natürlich um unsere Gefühlen. Bei Wasserelement, heute ist Merkur stationär und ab morgen wird rückläufig. Was bedeutet diese Rückläufigkeit?
Die Planeten sind gar nicht rückläufig, sondern für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass sie rückläufig sind. Das kommt in die verschiedenen Geschwindigkeit. Das könnt ihr beobachten, wenn ihr in einen Zug fährt und dann kommt ein anderer Zug mit anderen Geschwindigkeit, schaut im Fenster raus und für eure Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass dieser andere Zug gerade rückläufig ist. Genau dieses Phänomen spielt sich im Himmel ab, weil in Wirklichkeit sind sie gar nicht rückläufig, sondern dass durch den unterschiedlichen Geschwindigkeit entsteht dieses Phänomen für unsere Wahrnehmung. Heute ist Merkur stationär, das heißt, ändert sich die Richtung, das ist Stillstand. Für einen Moment, Merkur bleibt Stillstand für unsere Wahrnehmung. Für unsere Wahrnehmung. Und das bedeutet, wenn das um die Gespräche handelt, oder Terminen, oder Verträgen, dann fühlt sich das so an, wenn das gerade alles im Stillstand ist, bewegt sich nichts voran. Und ab morgen rückläufig, diese Rückläufigkeit kann vieles auslösen. Kann bedeuten, dass alles werft gerade zurück. Kann auch bedeuten, wir sollen etwas noch überprüfen, bevor wir handeln. Etwas noch überprüfen, nachschauen. Diese Rückläufigkeit bedeutet auch Vergangenheit. Erinnerungen kann auch bedeuten, bei diesem rückläufigen Merkur, dass jemand schreibt, meldet sich von Vergangenheit. Die Sonne kommt entgegen. Das heißt, die Sonne bewegt sich direktläufig, wie immer. Sonne wird nie rückläufig. Also die Sonne bewegt sich direktläufig. Aber das muss ich auch erklären. Die Bewegung macht eigentlich unserem Planet Erde. Aber weil wir alles aus der Erde aus gesehen betrachten, für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Das war früher auch das Weltbild, die geozentrische Weltbild. Bis dann Kepler dieses Weltbild verändert hat, weil Kepler hat dann schon beschrieben, dass es gar nicht so ist. Die Zentrum unserem Sonnensystem ist nicht der Erde, sondern die Zentrum unserem Sonnensystem ist die Sonne. Das ist die heliozentrische Weltbild. Helios heißt auch Sonne. Aber wir sprechen astrologisch so, dass die Bewegung die Sonne macht. Die Sonne bewegt sich vorwärts, direktläufig, wie immer, und Merkur ist rückläufig, kommt entgegen, sie nähern sich und am 15. März treffen sie sich. Und das hat auch eine Bedeutung, weil da kommen die klärenden Gespräche. Eine Entgegenkommen, eine Annäherung und dann kommt die Wahrheit ins Licht. Dann ist es möglich, dass man klärende Gespräche hat. Es klärt sich etwas auf. Kann auch bedeuten, in die Liebe, Partnerschaft, dass der andere gerade im Rückzug ist, aber kommt diese Annäherung und 15. März dann zu diesem Treffen. Jupiter bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Jupiter bremst die Geschwindigkeit bis Ende März, kommt fast zum Stillstand, bis dann wieder schneller wird und bis Mitte April erreicht dann die normalen Geschwindigkeit. Aber diese Bremsen, die Geschwindigkeit hat auch eine Bedeutung. Und hier handelt es sich um Wasserelement. Und weil das langsamer bewegt sich gerade, zeigt, mach mal langsam alles. Jetzt überprüfe mal deinen Gefühlen,
auch, oder komm mal zur Ruhe, das brauchst du auch, und in Ruhe liegt die Kraft. Lakshmi steht mit Venus in Verbindung und Venus bewegt sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Die Tierkreiszeichen Steinbock gehört zum Erdeelement und es vermittelt Sicherheit, Stabilität, Struktur, Bodenständigkeit, ein fester Boden unter unseren Füßen. Und das möchten wir gerade in die Liebe, Partnerschaft. Und dieses Bedürfnis haben wir in erster Linie, wir Frauen. Die Männer sind hier im Widderenergie, die sind eher mutig, jetzt etwas Neues zu beginnen, oder sind sie begeistert von etwas. Skanda steht mit Saturn in Verbindung und Saturn ist im Schütze. Saturn ist der große Lehrmeister, belehrt uns. Was vermittelt die Schütze? Also erstens Auslandskontakte, dann Sport, Bewegung. Aber das Wichtigste ist, was Saturn uns vermittelt, dass wir orientieren sollen. Genau das zeigt die Schütze. Zeigt im Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, und es ist ein Energiezentrum, beschreibt unsere Wünsche. Also es ist wichtig, unsere Wünsche mal bewusster wahrnehmen und danach handeln auch. Mit Saturn endet sich die persönlichen Planeten und wir schauen die Elementen an. Feuerelement ist Mars und Saturn. Im Erdelement ist Venus, im Luftelement ist Sonne und Mond und im Wasserelement ist Jupiter und Merkur. Die Elemente sind ausgeglichen und das zeigt auch die Energie dieser Ausgeglichenheit. Es nähert sich zu Neumond, das ist wichtig, dann Rückzug, Nachdenklichkeit, Planung, und Saturn belehrt uns, wie wichtig das ist, jetzt orientieren. Uranus, Neptun und Pluto sind die äußeren Planeten. Die indische Astrologie arbeitet gar nicht mit Uranus, Neptun und Pluto. Aber ich möchte das nicht, ich möchte weiterhin mit diesem äußeren Planeten arbeiten. Und deswegen vermittle ich das nach wie vor. Uranus befindet sich im Widder. Hier kommen Umbrüche, Veränderungen. Neptun befindet sich im Wassermann. Lässt unsere Träume verwirklichen. Und Pluto ist im Schütze. Zeigt die innere Kraft. Also nicht wundern, dass die indischen Astrologen mit diesem Planeten nicht arbeiten. Die früheren Astrologen haben damit auch nicht gearbeitet, weil diese Planeten waren gar nicht entdeckt. Pluto war zum Beispiel 1932 entdeckt, also das ist gar nicht so lange her. Und jetzt zu Verbindungen. Sonne nähert sich zu einer Konjunktion zum Neptun, hier im Wassermann. Wenn diese Konjunktion jetzt in den Tagen eintrifft, dann heißt, die wirken zusammen. Wenn das um Kunst und Kreativität geht, und für mich ist Neptun der Planet der Künstler, natürlich kommt durch diesen Sonneneinfluss eine gute Energie, dass die Künstler kommen in Öffentlichkeit, haben sie Ausstellung oder veröffentlichen etwas, werden wahrgenommen. Die Sonne zeigt auch Erfolg. Aber wenn jetzt nicht um Kunst geht, sondern in unserem Alltag geht, dann würde ich sagen, dass diese beiden Planeten einen anderen Essenz haben. Sonne ist grundsätzlich mal das Licht. Und auch die Augen etwas klar und deutlich sehen. Sonne bringt etwas ins Licht. Neptun ist genau das Gegenteil. Neptun ist die Fantasie, das Bildhafte.
Neptun klärt nicht, sondern beschreibt, aber schön fantasievoll. Und das ist diese Mischung, das ist wie ein Tanz, das wird schon interessant sein. Aber bei Neptun-Energie handelt oft auch um Betrug. Nicht, weil Neptun als Planet uns betrügt, sondern Neptun liebt das Märchen. Und es kann mal passieren in unserem Leben, dass jemand uns ein Märchen erzählt und wir glauben das, entspricht aber nicht die Wahrheit. Und wenn wir dann erkennen später, dass das eine Lüge war, dann fühlen wir uns auch enttäuscht oder haben wir das Gefühl, jemand hat uns betrogen. Also in dem Zusammenhang kann Neptun sowas auch auslösen. Und bei diesem Sonnenenergie kann sowas auch ins Licht kommen. Mond steht in einer sehr schönen Verbindung zum Uranus. Das kann unerwartete Ereignisse auslösen, aber auch Veränderungen. Und vor allem Uranus ist für Veränderungen und Mond aber auch, weil Mond verändert sich auch immer die Phase, mal Neumond, mal Vollmond, mal zunehmend, mal abnehmend. Also Mond löst auch Veränderungen aus. Und weil hier eine Verbindung da ist, wird bei vielen Menschen eine plötzliche Veränderung da sein. Und jetzt zu diesem Maya-Kalender. Die Mayas haben die Natur beobachtet, die wiederkehrenden Zyklen beobachtet, die kosmischen Einflüsse haben beobachtet. Sie haben ein ganz präzises Kalendersystem uns weitergegeben. Leider wurde ein Teil durch die Inquisition verbrannt von diesen Schriften. Aber immerhin ein Teil ist noch geblieben und das möchte ich auch vermitteln. Es gibt Wellen im Maya-Kalender und eine Welle dauert 13 Tage lang. Die Zahl 13 war auch die heilige Zahl der Mayas. Das ist wie bei uns in 7 Tagen Wochen und wir befinden uns in die 7. Welle im Wasserelement. Und hier handelt es sich um Transformation und auch um Gefühlen. Diese 7. Welle dauert bis 11. März 2019. Und diese Welle löst was aus. Erstens die Transformation. Und das ist die Welle, die Reinigung und blitzartigen Veränderungen. In Natur steht in Verbindung zum Gewitter, Blitz, Donner. So können wir das in Natur beobachten. Und gerade in diesen Veränderungen, bei dieser Transformation ist wichtig, das ohne Angst zu begrüßen und uns auf diesem Stürme auch mal einlassen. Das ist nur eine Veränderung, ein Reinigungsprozess. Die heutige Zahl ist die Zahl 7. Die Zahl 7 ist die Reinheit und Klarheit und die göttliche Quelle. Diese Zahl 7 bedeutet auch, da wird etwas gespiegelt. Und es ist möglich heute, dass jemand spiegelt uns etwas. Die heutige Kraftfeld, die heutige planetarische Energie ist Chikchan, die rote Schlange. Und diese rote Schlange bedeutet erstens mal Vitalität, dann bedeutet Sexualität und auch Weisheit. Hier ist die Schlangenenergie. Wie können wir diese Schlangenenergie verstehen? Das ist die Kundalini-Energie. Es gibt Energie, was alles nach unten zieht, weil das sind Emotionen und das blockiert. Das sind negative Gefühle wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Neid, Eifersucht und das Allerschlimmste ist Hass. Das sind die zerstörerische Energie, negativen Gefühle. Das ist die eine Schlange, was blockiert, hindert, kränkt. Alles zieht die Energie nach unten. Die Frequenz ist tief bedrückend, wirkt das. Und dann die andere Schlange ist die andere Richtung, was mit Gefühlen auch was zu tun hat und liefert anderen Emotionen. Das sind die positiven Gefühle, das sind Dankbarkeit, das sind Hingabe
Und das allerschönste und größte Gefühl, das schöpferische Kraft überhaupt, dieser göttlichen, das ist die Liebe. Und die Liebe siegt immer, weil das ist das stärkste Form von Energie. Das sind die positiven Gefühle, positiven Energie, und die Frequenz ist immer höher, leichter, bis dann zum Liebe kommt, diese göttliche Liebe. Und das ist auch Schlangenenergie, das ist auch die Schlangenenergie, beide ist Schlange, aber in anderen Richtung. Und hier haben wir die rote Schlangenenergie, und dieser rote bedeutet auch die Feuerelement, und das ist sehr wichtig, erstens mal die Sonnenenergie und auch die Begeisterung und natürlich die Schlangen in die richtige Richtung transformieren. Das ist schon hier Transformation. Die Mondkraft vermittelt heute Chuan, die blaue Affe. So heißt dieses Symbol blaue Affe, und das bedeutet Spontanität, das Spielerische. Das ist wie eine Nebelschnur, was uns vermittelt zu dieser kosmischen Energie. Aber nicht diese Strenge, sondern wir sind ein Kind davon. Und diese Spielerische, diese Unbeschwerte sollen wir auch genießen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Thema ist Kindheit und das innere Kind. Warum ist es so wichtig, diese Thema ansprechen? Weil Kindheitserinnerungen haben wir alle. Und es begleitet uns bis zu unserem Lebensende, beeinflusst unserem Leben, unserem Gedanken und unserem Gefühlen. Und hat einen Einfluss auf unsere berufliche Zukunft, aber nicht nur dort, sondern beeinflusst unsere Beziehungen, weil oft wiederholt sich die gleiche Muster, nicht nur bei uns, sondern bei unserem Partner oder bei Männern, bei der Partnerin. Also das sind oft dieselben Muster, was wir erlebt haben in Kindheit. Wir ziehen so ähnlichen Partner an, was der Vaterbild ist, oder die männerähnlichen Partnerin, wie die Mutterbild ist. Und das sollte man auch klären, jeder mit sich selbst klären. Und dass wir mehr Verständnis haben, warum, oder verstehen wir, warum ist diese Beziehung so, wie das ist, warum läuft es nicht rund, woran liegt die Hund begraben, oft ist es die Kindheit. Und darüber habe ich ein Klärungsvideo gemacht. Ich veröffentliche diese Klärungsvideo nicht. Wenn ihr Interesse daran habt, wirklich ernsthafte Interesse, dann bekommt ihr die Link dazu. Diese Klärungsvideo ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Schreibt mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Diese Klärungsvideo ist kostenlos. Dann bekommt ihr den Link dazu, dann schaut euch an, was sagt euch das aus, und dann bin ich sicher, ihr habt mehr Verständnis an euren Partner oder klärt sich vieles auf, warum ist die Beziehung so, und erkennt ihr die Muster von der Kindheit, entweder an euren Kindheit oder die Kindheit von euren Partner oder Partnerin. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.